Die E3 wurde gecancelt und das schon vor einer ganzen Weile. Die ESA, die Entertainment Software Association, hat bekannt gegeben, dass 2022 keine E3 stattfinden wird. Und bisher kam ich noch nicht dazu, ein Video darüber zu machen, obwohl mir das Thema eigentlich schon so ein bisschen am Herzen liegt. Also dachte ich mir, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um das Thema nochmal auszugraben, da jetzt der Zeitpunkt anrollt, in dem die Publisher ihre Konferenzen ankündigen würden. Doch stattdessen bekommen wir jetzt eher einen Repeat von 2020, wo die E3 ebenfalls nicht stattfand und stattdessen diverse Gaming-related Berühmtheiten versuchten, irgendwas Ähnliches auf die Beine zu stellen und meiner Meinung nach auf ganzer Linie versagten. Also reden wir über den temporären Tod der E3 und warum die E3 vielleicht doch wichtiger ist, als alle denken und wie eine Zukunft ohne E3 aussehen würde. Spulen wir die Zeit doch gerade mal zurück und ergründen gerade mal, was die E3 eigentlich ist und warum sie überhaupt existierte. E3 steht für Electronic Entertainment Expo und ist eine Messe, auf der Händler, Journalisten und Entwickler aufeinandertreffen, um die neuesten Videospiele anzukündigen, vorzustellen und Händler dazu zu bewegen, diese anschließend in ihr Sortiment aufzunehmen. Bevor die E3 allerdings existierte, waren Videospielausstellungen Teil des CES, der Consumer Electronics Show. Heutzutage werden dort Dinge wie neue Fernseher, Handys, CPUs, Tablets, Grafikkarten und so weiter vorgestellt. Damals jedoch waren auch Publisher und Hersteller von Videospielen und Konsolen dort vertreten. Allerdings weit abgeschlagen der eigentlichen Messe. Laut Tom Kalinske, damaliger CEO von Sega America, musste man an Pornoständen vorbeilaufen, um zur Videospielsektion zu kommen. Sie wurden damals in ein Zelt gesteckt, welches bei Regen nicht einmal dicht war, sodass Segas Konsolen einfach allesamt nass wurden. Zu Recht wütend über diese Behandlung zogen sich Sega und weitere Firmen von der CES zurück. Nebenher allerdings schloss sich die IDSA zusammen, die Interactive Digital Software Association, welche später auch in ESA umbenannt werden sollte. Diese nahmen sich die Problematik des CES um Videospiele zu Herzen und kreierten eine eigene Ausstellung nur für Videospiele, welche besonders Verkäufern helfen sollen, sich zu entscheiden, welche Games sie denn nun in ihr Sortiment aufnehmen. Die erste E3 fand im Mai 1995 statt und war mit ca. 50.000 Besuchern durchaus ein Erfolg. Damit zementierte sich die Messe als Grundstein der Videospielbranche und brachte seitdem jedes Jahr bis 2020 Fans von Videospielen ein zweites Weihnachten im Sommer. Besonders in den späten 90s bis zu den frühen 2000ern war die E3 für viele jugendliche Gaming-Fans das Event des Jahres. Das Internet war nur spärlich verbreitet und man musste für die neuesten Spiele-Infos brav auf sein Magazin-Abo warten. Und wie gesagt, besonders die Sommerzeit war besonders aufregend, da man nur so an die neuesten Infos bezüglich neuer Videospiele kam. Die E3-Ausgaben der Magazine waren immer besonders dick und entsprechend auch besonders aufregend. Und so entwickelte die E3 langsam ein Hype-Image. Jede E3 bedeutete, die neuesten Games erstmals sehen, die neuesten Infos zu den neuen Konsolen erstmals zu bekommen und nachdem sich das Internet langsam durchsetzte, ebenfalls das erste Mal Spiele in Bewegung zu sehen, welche noch Monate bis Jahre entfernt waren. Besonders zum Release der PS2, dem GameCube und der Xbox rum wurde erstmals viel Hype um die E3 im Internet verstrahlt und auch ich wurde davon mitgezogen. Von Tech-Demos zu Beta-Präsentationen konnte man sich im Internet alles in der schlechtesten Qualität anschauen, was das Herz begehrt. Ich meine, schaut euch diese crispen 240p an, die auch noch bis zum Tode komprimiert wurden. Und so vergingen die Jahre, in denen man jeden Sommer zusammenkam, um zu schauen, was die Firmen so im Petto hätten. Von desaströsen Konami-Konferenzen zu Giant Enemy Crabs, zum Motion Waggle-Wahn der 2010er über Sonys absolutem Own, was Microsoft mit der PS4 und Xbox One angeht. Die E3 wurde hier mehr und mehr nicht nur für Videospiele, sondern ebenfalls für die diversen Memes bekannt, die die Konferenzen hervorbrachten. Man freute sich über legendäre Reveals wie das Final Fantasy VII Remake, oder cringete zusammen über Präsentationen wie Wii Music. Auch wenn eine E3 nicht die geilsten Spiele hervorbrachte, so gab es immer Momente, an die man zurückdenken konnte und die sich irgendwie trotzdem ins Gedächtnis gebrannt haben. Die E3 brachte hier allerdings vor allem eines: Regelmäßigkeit. Man hatte hier eine festgesetzte Zeit, in der alle Publisher zusammen in einem Kreuzfeuer innerhalb weniger Tage alles raushauten, was sie hatten. Vieles davon mäßig interessant. Doch wenn etwas Gutes dabei war, dann traf es richtig hart.
Doch, wie bereits gesagt, es war ein Event, auf dem man sich jedes Jahr aufs Neue einstellen konnte. Und ich meine, ich kann hier nur für mich sprechen, aber mit Freunden und der Community zusammenzukommen und sich die Ankündigung zusammen anzuschauen und anschließend so ein bisschen darüber zu unterhalten, das hat schon immens Spaß gemacht. Es war nicht nur etwas, was den drögen Sommer etwas auffrischte, sondern ebenfalls etwas, auf das man... Will. Es war nicht nur etwas, was den drögen Sommer so ein bisschen auffrischte, sondern ebenfalls etwas, auf das man sich das ganze Jahr freuen konnte. Doch bietet die E3 nicht nur Spielefans etwas, sondern haben natürlich auch die Entwickler, die Publisher und generell die Medien etwas davon, dass sie stattfindet. Als jemand, der ebenfalls als sowas wie Presse durchgeht, kann ich hier durchaus auch von der anderen Seite sprechen und sagen, dass Events wie die E3, die Gamescom oder die Tokyo Game Show durchaus wichtig sind, um neue Kontakte in der Branche zu knüpfen. Besonders als Entwickler ist es praktisch, die Möglichkeit zu haben, mit anderen Entwicklern von Firmen zu networken, mit denen man kaum ins Gespräch kommt. Und besonders auf der E3, zu der Entwickler und Presse aus der ganzen Welt zusammenkommen, war dies eine Gelegenheit wie keine zweite. Ich meine, klar, es gibt immer noch Konferenzen wie die Games Developers Conference, doch ist die E3 hier nochmal etwas breiter gefächert. Und in die E3 zu kommen, ist auch nochmal ein bisschen billiger. Für mich ist der Besuch an der Gamesmesse in drei Teile unterteilt. Der erste Teil sind die Videospiele und das Anspielen neuer Games. Der zweite Teil ist das Treffen mit Leuten aus meiner Community. Und der dritte Teil ist die Ausrede, Leute aus der Industrie zu treffen, mit denen ich mittlerweile auch ganz gut befreundet bin. Man kommt dort zusammen, sieht sich nach Monaten wieder, hat einfach eine gute Zeit, lernt neue Leute kennen und hat dann noch eine bessere Zeit. Und ich bin mir bewusst, E3 und Messen generell sind super stressig, aber machen halt auch einfach unglaublich viel Spaß, sowohl sie zu schauen als auch sie zu erleben. Doch lässt es sich ebenfalls nicht verneinen, dass die E3 über die Jahre einiges an Relevanz verloren hat. Mit dem Einführen der Nintendo Direct begann Nintendo erstmals die On-Site-Präsentation auszusetzen und strahlte stattdessen ein vorproduziertes Video mit den neuesten Ankündigungen aus. Dies ermöglichte nicht nur eine kontrollierte Präsentation, in der nichts schiefgehen kann, sondern macht es auch möglich, so viele Infos wie möglich in kurzer Zeit wiederzugeben. Zwar war Nintendo selbst immer noch mit Anspielstationen auf der E3 vertreten, doch gab es eine Pressekonferenz weniger. Einige Jahre später entschied sich Sony, dass sie der E3 komplett fernbleiben würden. Keine Konferenz, keine On-Site-Präsenz, gar nichts. Und dies war ein sehr eindeutiges Zeichen, dass die E3 langsam aber sicher ihren Halt als Grundstein in der Branche verlieren zu scheint. Ich meine, heute sind Directs, State of Plays und wie sie alle heißen gang und gäbe und machen die E3 quasi obsolet. Und ich meine, anstatt Geld in die Produktion von Gameplay-Demos zu stecken, einen Messeplatz zu mieten und einen kompletten Event zu organisieren, ist es für Firmen wesentlich einfacher, einfach ein paar Trailer zu produzieren und diese anschließend in eine Direct-ähnliche Präsentation zusammenzuschneiden. Und dass Sony und Nintendo ziemlich effektiv gezeigt haben, dass diese Art von Präsentation wunderbar auch außerhalb der E3-Zeit funktioniert, orientieren sich natürlich immer mehr Firmen daran. Warum sich also die Eventzeit mit der Konkurrenz teilen, welche die Chance hat, die eigenen Ankündigungen zu überschatten, wenn man stattdessen einen eigenen Event haben kann, zu einem Zeitpunkt, an dem sonst niemand etwas präsentiert? 2020 hatten wir genau diese Situation, in der einfach jeder gemacht hat, was er wollte. Und das war ziemlich furchtbar. Mit Aufkommen der Pandemie ging die gesamte Welt in den Lockdown und so waren besonders Events wie die E3, auf der zehntausende Menschen eng aneinander durch die Hallen warteten, ein absolutes No-Go. Und so wurde die E3 2020 erstmals gecancelt und diverse Events mit dazu. Nintendo steckte inmitten der Direct-Dürre, Sony State of Play oder irgendwas zur Sommerzeit blieb ebenfalls aus und erst im September 2020 gab es eine Showcase zur PS5 und auch andere Firmen nahmen das Fehlen der E3 mehr oder weniger stillschweigend hin. Lediglich Microsoft und Ubisoft gehörten zu den wenigen Firmen, welche eine dedizierte Show zur E3-Zeit planen konnten. Zwar hat sich Jeff Keighley sichtlich bemüht, mit dem Summer Game Fest irgendwas Haltvolles auf die Beine zu stellen, doch war der Versuch auch eher nicht so prickelnd. Und so tröpfelten die Ankündigungen und Events von Juni bis Ende August so durch den Sommer. Hier mal ein trauriger Versuch, eine Show auf die Beine zu stellen, dort mal ein einzelner Stream von einem Publisher. Insgesamt war der Sommer allerdings unglaublich langweilig und ehrlich gesagt ziemlich frustrierend. Zwar ist es möglich, dass hier einige Titel eher hervorstechen als bei einer großen Welle an Informationen wie zur genereller E3-Zeit, was besonders für Indie-Spiele zugutekommt, doch finden diese ebenfalls Beachtung, wenn sie Teil einer Präsentation sind, würde ich eigentlich sagen. Möglicherweise sogar mehr, da offizielle Präsentationen von hunderttausenden Leuten geschaut werden, anstatt von ein paar Tausenden bis Zehntausenden bei so einem einzelnen Event. Und selbst wenn eine E3 enttäuschend war, so war sie konzentriert auf ein paar Tage enttäuschend. Sommer 2020 jedoch enttäuschte über drei Monate hinweg und das war meiner Meinung nach wesentlich schlimmer.
Ich meine, klar, es war Pandemie und deswegen gab es hier eine gute Erklärung, warum es so war. Doch bahnt sich dieselbe Geschichte für 2020 gerade erneut an. Die E3 wurde erneut gecancelt, mit der Begründung, dass man sich auf eine Wiederbelebung als interaktive Erfahrung sowohl online als auch offline für 2023 konzentrieren möchte. Zwar wurde eine Showcase von Microsoft angekündigt und sowohl das Summer Game Fest als auch die Future Game Show und PC Gaming Show kehren zurück, doch waren diese bereits 2020 und 2021 zum Einschlafen und ich habe nicht wirklich Hoffnung, dass dort irgendwas Krasses gezeigt wird. Zumindest nichts, was auch nur annähernd an den Hype einer E3 rankommt. Der einzige Vorteil dieses Jahr besteht darin, dass die Shows wieder allesamt dicht beieinander liegen. Das Summer Game Fest ist am 9. Juni und die restlichen alle am 12. Juni. Doch mit dem bisherigen Fehlen von Nintendo, Ubisoft, Square, EA und Sony sieht es dieses Jahr wieder ein bisschen mager aus. Ich meine, EA hat bereits angekündigt, dass sie absolut gar nichts zeigen werden und dass Sony der E3 seit 2019 abstinent ist, braucht man hier auch wohl nicht zu erwarten, dass dieses Jahr irgendwas zur Sommerzeit von denen kommt. Ich meine, klar, diverse dieser Firmen könnten eine Präsentation dieses Jahr abhalten, schließlich haben sie es letztes Jahr auch getan. Allerdings lief dies letztes Jahr immer noch unter dem Banner der E3, welche dieses Jahr halt nicht stattfindet. Also kann man hier nun zynisch sein und sagen, dass die Firmen keinen Grund haben, irgendwas zu produzieren. Außer vielleicht den ein oder anderen Trailer für eine der stattfindenden Shows, sei es für Microsofts Showcase oder das Summer Game Fest. Stand jetzt lebe ich in der Hoffnung, dass wir zumindest noch eine Präse von Square und Nintendo bekommen. Und ich denke, Ubisoft wird definitiv auch noch irgendwas nachreichen. Firmen wie Devolver, welche für ihre absolut legendären, absurden Präsentationen bekannt sind, haben bereits mehr oder weniger bestätigt, dass dieses Jahr auch etwas passieren wird. Doch ist hier einfach diese Ungewissheit. Dieses Nicht-Wissen, ob man sich jetzt auf den Sommer freuen soll oder nicht. Zumindest habe ich den Drang, super hype auf den Sommer zu sein, aber wenn ich daran denke, dass es einfach wie 2020 wird, kann ich einfach nicht anders, als mir diese Regelmäßigkeit der E3 zurückzuwünschen. Auch wenn die vergangenen E3s mehr oder weniger enttäuschend waren und die Firmen lieber ihr eigenes Ding machen, wenn ich die Wahl zwischen Infos kondensiert auf ein paar Tage und Infos gestreut über diverse Monate habe, dann fällt meine Wahl definitiv auf das Erstere. Ich vermisse es einfach, mich für 3 bis 4 Tage einzubunkern und zu den unmenschlichsten Zeiten Hype für Videospiele zu empfinden. Diesen Hype mit anderen aus meiner Community zu teilen und anschließend die kommenden Monate damit zu verbringen, über die neuesten Ankündigungen zu reden. Ich vermisse es, die Vorfreude auf die E3 zu haben. Ich vermisse schlicht die E3. Ich meine, klar, die E3 war nicht gerade perfekt und gerade weil die Nöte für sie immer kleiner wurde und deswegen es auch keinen Druck mehr gab, teilzunehmen, begannen Firmen wie Sony und Nintendo eher ihr eigenes Ding zu machen. Nichtsdestotrotz ist dieses "wir machen, was wir wollen und wann wir es wollen" ist auch keine perfekte Lösung. Entsprechend bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die E3 2023 innovieren wird. Geworben wird ja damit, dass diese Messe sowohl online als auch offline abgehalten wird und besonders die Offline-Messe ist natürlich etwas, was für die meisten wohl am wichtigsten ist. Zumindest wenn sie in der Presse arbeiten. Doch auch online könnte es immens cool werden. Ich meine, wie krass wäre es, wenn man die E3-Floors in zum Beispiel VR besuchen könnte? Devolver Digital hatte dies ja bereits in einem kleinen Joke-Game als Konzept entwickelt. Dort lief man innerhalb der Halle umher und musste sich anschließend zum Devolver-Stand durchschleichen, was ein recht cooles Mini-Horror-Game ist, was ich jedem nur ans Herz legen kann, das einfach mal auszuprobieren. Wie es letzten Endes aussieht, weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und glaubt mir, wenn ich es könnte, würde ich nicht hier sitzen. Aber meiner Meinung nach ist die E3, so wie sie einerseits war, nicht tragbar, aber ohne E3 ist es halt auch irgendwie kacke. Daher hoffe ich, dass die nächstjährige Weiterentwicklung der Messe drastisch genug sein wird, um die Publisher, die Entwickler, Presse und Fans wieder für ein paar Tage der Spannung, Ankündigung und Hype zusammenzubringen und wir kein 2020 oder 2022 mehr erleben müssen. Und das ist so mein Stand der Dinge, was die E3 2020 angeht. Ich wollte mir das alles einfach mal von der Seele schreiben, einfach weil ich mir dachte, gibt bestimmt Leute, die auch so denken und denen möchte ich sagen, ich denke auch so. Daher postet doch gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, würde mich freuen, da einiges Cooles zu lesen. Seid ihr auch so im Camp von wegen die E3 war zwar irgendwie nicht so geil, aber irgendwie ist es ohne auch blöd? Oder sagt ihr eher so, nein, die E3 muss nicht sein, offensichtlicherweise geht's auch ohne und das ist auch voll okay. Wie gesagt, postet eure Meinung gerne in die Kommentare, freue mich da einiges Cooles zu lesen. Und ansonsten, wenn euch solche Geschichten gefallen, dann bei aller Liebe, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen Menschen. Ich bin mit meinem Metroid-Skript endlich durch. Es ist in der finalen Version. Das heißt, ich kann damit endlich anfangen. Das heißt, auch das wird richtig, richtig cool.
Und falls ihr eine der ersten Personen sein möchtet, die dieses Mammut-Video zuerst sehen, dann begebt euch auf meinen Patreon-Account, denn dort wird das als erstes für alle gepostet, die mich da unterstützen. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns die nächsten Tage mit einem weiteren Video wieder. Ich habe bereits noch ein Thema, wo ich mich einfach ewig lange auslassen kann. Und ja, das war's von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald.